Hallo, mein Name ist Sarah Biesel. Ich komme vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie und möchte heute ein MapProxy-Plugin in QGIS vorstellen. Ja, zuerst möchte ich unser neues Produkt Top Deutschland vorstellen. Dann werde ich auf die portable Version von QGIS eingehen und den MapProxy kurz vorstellen. Danach folgt die Entwicklung des Plugins. Danach möchte ich das Plugin mal zeigen und auf die Konfigurationsdateien eingehen und einen Fall nochmal besprechen. Ja, ich arbeite im Moment an einem Produkt mit dem Namen Top Deutschland. Das ist ein System aus Geodaten und Software. Das Ganze befindet sich auf einer externen Festplatte, auf der sich dann die portable Version von QGIS befindet. Die Festplatte soll einfach nur eingesteckt werden an den Rechner und es soll für den Kunden keinerlei Installation mehr nötig sein. Das System ist online und offline fähig und das ist besonders wichtig für die Sicherheitsbehörden, da sie auch ohne Internetverbindung im Notfall an Daten wie Karten und Geodaten rankommen müssen. Aus diesem Grund habe ich den Untertitel Karten im Einsatz genannt, weil unsere Kunden Offline-Karten für ihren Einsatz im Gelände brauchen. Unsere Kunden sind ausschließlich Bundesbehörden, meist auch aus dem Sicherheitsbereich wie die Bundespolizei oder der Zoll. Ja, jetzt komme ich zur portablen QGIS-Version. Ich bin von der QGIS Desktop Version 2.6 für Windows ausgegangen, habe den QGIS-Ordner auf die Festplatte kopiert und es werden aber zusätzlich noch Daten im nutzereigenen Ordner gespeichert, den habe ich dann auch noch auf die Festplatte kopiert, eine Batch-Datei geschrieben, die dann die Pfade neu setzt. Hier zum Beispiel ist der Pfad zu den Python-Plugins. Und die QGIS BinExe wird auch gestartet. Dann habe ich noch eine zweite Batch-Datei, Startbat, die dann unter anderem auch diese QGIS Batch-Datei aufruft. Mittlerweile haben wir eine portable QGIS-Version von 2.14. Da habe ich einfach bestimmte Datenstrukturen von der neuen Version auf die Festplatte kopiert, wie den Core zum Beispiel, und andere Daten beibehalten, wie diese Python-Plugins. Ja, ich benutze den MapProxy. Das ist ein Kachelproxy, der bei bestehender Internetverbindung Karten in Kacheln abspeichert. Die vorher gespeicherten Karten Kacheln kann man dann im Offline-Modus wieder anzeigen lassen. Hier sieht man dann nochmal die Funktionsweise des MapProxys. Er greift auf einen WMS-Dienst zu, bei uns zumindest, speichert die Kartenkacheln im Cache und der Client kann dann auf diese Kartenkacheln wieder zugreifen. Diese Funktion wollten wir nutzen und in QGIS integrieren. Dann habe ich gemerkt, dass es schon ein MapProxy-Plugin für QGIS gibt. Das soll den MapProxy in QGIS installieren und auch in QGIS nutzbar machen. Ich habe das Plugin auf GitHub gefunden und einfach mal ausprobiert, aber es war defekt. Aus diesem Grund habe ich das MapProxy Python-Paket in dieses halbfertige Plugin reininstalliert und dann ein paar Pakete nachinstalliert. Danach konnte man das Plugin nutzen und vorgenerierte Kartenkacheln in QGIS öffnen und auch Konfigurationsdateien anlegen. Und bei bestehender Internetverbindung wird dann das Kartenfenster in QGIS in Kartenkacheln gespeichert. Wenn man nun weiter reinzoomt oder rauszoomt oder den Ausschnitt verschiebt, werden weitere Kartenkacheln in einem Cache-Ordner abgelegt. Wir wollten das Speichern der Kartenkacheln, also die Seed-Funktion, noch ein bisschen vereinfachen und die Möglichkeit bieten, unterschiedliche Bereiche zum Seeden auszuwählen. Aus diesem Grund habe ich ein Plugin geschrieben, den WMS-Updater, der dann auf dieses
MapProxy Plugin zugreift. Hier sieht man mal die GUI davon. Man hat nun die Möglichkeit, einen deutschen Shapefile zum Beispiel als Seed-Bereich auszuwählen, oder aber man kann ein Rechteck in die Karte zeichnen. Man kann auch den ganzen Karten-Extent, also das Kartenfenster, benutzen oder aber auch selbst nochmal ein Shapefile laden. Hier auf der rechten Seite habe ich mal ein deutscher Shapefile benutzt oder hier links mal ein Rechteck einfach in die Karte gezeichnet. Dann hat man die Möglichkeit, einen Namen zu vergeben für die neuen Kartenkacheln und die Möglichkeit, die vorher gespeicherten Kartenkacheln auch wieder zu löschen. Zum Beispiel, man hat vorher Deutschland gespeichert, möchte jetzt Österreich Kacheln speichern und dann kann man die vorherigen Daten löschen. Man kann aber auch erst Deutschland speichern und beim nächsten Mal möchte man weiter reinzoomen und die vorherigen Daten beibehalten, dann macht es keinen Sinn, die Daten zu löschen. Ja, ich würde das Ganze mal ganz vorführen. Das hier ist nun die auf unsere Kunden. Oh, man sieht nichts mehr. Ah, okay. Das hier ist nun die auf unsere Kundenwünsche angepasste Kugelsoberfläche. Man hat hier verschiedene Reiter, nur noch 3 Stück. Dann sind hier die Kartennavigationswerkzeuge noch vorhanden, auch die Editierfunktion. Und unter Erweiterungen Offline-Karten kann man auf vorher gespeicherte Kartenkacheln zugreifen. Wir können ja jetzt mal seeden. Dazu öffne ich einen Kartenhintergrund. Okay. Ich probiere mal gerade das Internet neu zu starten. Jetzt funktioniert es auch. Ja, ich lade jetzt mal die WMS-Dienst, die europaweite Webkarte, füge die hinzu. Die wird geladen. Jetzt zoome ich einfach mal ein bisschen rein. Und öffne mal den WMS-Updater und lege einfach mal den Shapefile von Deutschland hinten dran und sage, ja gut, ich nenne das Ganze Deutschland, möchte die vorherigen Daten überschreiben und beginne den Prozess. Das ist der Seed-Prozess und bei 100% sind die Daten fertig gespeichert. Dann kommt nochmal eine Meldung, dass sie fertig ist und die Daten auch schon geladen sind. Jetzt gehe ich mal offline, trenne die Verbindung. Und unter Erweiterungen, Offline-Karten, unter Deutschland würden jetzt die gespeicherten Kartenkacheln kommen. Das sind sie. Und da wir einen Schöpfer angegeben haben, ist nicht nur dieser Bereich da, sondern auch komplett die Kartenkacheln von Deutschland.
Ich lösche die alten Daten nochmal. Gehe nochmal online. Und lade nochmal die Karte. Und diesmal können wir mal ein Rechteck in die Karte zeichnen. Dafür muss man 4 Punkte in die Karte setzen und die Editierfunktion wird gestartet. Wir können ja mal Österreich speichern. Mit Rechtsklick schließt man das Ganze ab, bekommt nun die Frage, ob man das nochmal speichern, nochmal zeichnen möchte oder das beibehalten möchte. Ich möchte es jetzt beibehalten, nenne das Ganze Österreich und möchte, vorher hatte ich Spanien gespeichert, möchte das aber nicht behalten und beginne nochmal das Sieben. Hierbei muss man beachten, je weiter man in der Karte drin ist, desto mehr Kartenkacheln müssen gespeichert werden und desto länger dauert der Seed-Prozess. Also wenn man Hausnummern genau zum Beispiel speichern möchte, kann das unter Umständen auch schon mal Tage dauern. So, jetzt können wir die Daten wieder laden. Verbindung trennen. Und jetzt erscheint in der Liste Österreich. Hier ist jetzt der Unterschied, dass nur der Ausschnitt des Rechtecks gesiedelt wurde. Gehe ich wieder online. Lade nochmal die Karte. Und jetzt möchte ich einfach mal den Kartenextent speichern. Gehen wir doch mal nach Spanien. Sagen, der Kartenextent gefällt mir gut. Vorher hatte ich Italien gespeichert. Sag vorherige Daten löschen. Und man sieht wieder den Seed-Prozess. Das Ganze ist fertig. Karte wurde fertig gespeichert und auch schon geladen. Gehen wir mal offline. Und Spanien ist nun in der Liste und kann angezeigt werden. Das ist der Bereich. Das Plugin funktioniert momentan für 2 Kartenhintergründe. Das da war die Top Plus. Das ist aus dem Grund so, weil wir das für unsere Kunden auf 2 beschränkt haben. Die meisten Kartenwünsche waren Top Plus und die digitalen Orthofotos in 20 cm Auflösung. Man kann aber auch, wenn man den WMS-Dienst ändert, alle möglichen WMS-Dienstkarten-Kacheln speichern. Gut, das hier sind die digitalen Orthofotos von Deutschland. Jetzt möchte ich aber einen Schöpfer laden. Und zwar nehme ich mal Frankfurt. Dort befindet sich auch das BKG. Dann wird auf dieses Shapefile gezoomt. Können wir wieder einen Namen vergeben. Und die vorherigen Daten. Falsch geschrieben. Vorherigen Daten löschen. Das Sieden geht hier schneller, weil das auch nur der WMS-Dienst von Deutschland ist und nicht europaweit wie eben. Gut. Gehen wir nochmal offline und gucken uns das an. Und Frankfurt ist auch schon in der Liste. Und das ist das fertige Ergebnis.
Ja, was steckt dahinter? Der MapProxy braucht zwei Konfigurationsdateien im YAML-Format. Da wird der Cache angegeben. In dem Fall werden pro Auswahlmöglichkeit ist eine Datenbank hinterlegt. Also in dem Fall für einen Kartenhintergrund 4 Stück, insgesamt dann 8. Hier ist dann die SQLite angegeben. Hier bei Layers ist der Titel, zum Beispiel haben wir eben den Namen Frankfurt vergeben. Hier ist die Boundingbox angegeben für den WMS-Dienst, also die Ausdehnung der Karte. Dann kann man das Data, den Data Source angeben. Da hatte ich zum Beispiel einen Deutschland-Shapefile gewählt in einem bestimmten EPSG-Code. Hier unten wird die URL des WMS-Dienst, also Typ WMS, angegeben. Auch der EPSG-Code wird hier angegeben. Dann gibt es eine zweite Konfigurationsdatei, die Seed-Datei, in der dann das Zoom-Level zum Beispiel angegeben wird. Das entspricht dann dem Maßstab, in dem wir geseedet haben. Hier ist nochmal der Seed-Befehl des Map-Proxys und hier werden die zwei YAML-Dateien übergeben. Ja, jetzt möchte ich nochmal auf einen bestimmten Fall eingehen. Man hatte ja die Möglichkeit, ein Rechteck in die Karte zu zeichnen. Wenn man das anhakt, wird die Editierfunktion gestartet und die Klicks in die Karte werden erfasst. Beim Linksklick werden also die Koordinaten des Punktes erfasst und ein Rubberband gezeichnet. Das haben wir eben gesehen, das sich dann aufzieht. Und wenn 4 Punkte gespeichert werden, dann werden die Koordinaten noch sortiert nach Minimum und Maximum und ins Format einer Boundingbox gespeichert. Dann müssen wir noch rausfinden, welchen Kartenhintergrund wir im Moment haben. Das mache ich dann über die Canvas Layers und den Namen davon. Wenn es Top Plus ist, sagen wir mal, wir haben auf Top Plus geseedet, dann wird entsprechend die YAML-Datei geöffnet zum Lesen. Dann wird in der Datei nach dem Titel gesucht, dieser in eine Variable geschrieben und mit dem neuen Namen, den wir gerade vergeben haben, ersetzt. Dasselbe passiert mit der Boundingbox. Wird die vorherige Boundingbox gespeichert, mit der Boundingbox, die wir gerade erstellt haben, überschrieben. Dann wird das File nochmal zum Schreiben geöffnet und geschrieben. Der Maßstab der Karte wird noch gespeichert und das Zoom-Level davon abgeleitet und in die Seed-Datei geschrieben. Nun wären wir soweit, dass wir den MapProxySeed-Befehl starten können. Wenn wir nun die Kartenkacheln wieder laden möchten, müssen wir auf diesen Maßstab wieder zurückgreifen, damit auch direkt zu dem Kartenausschnitt gezoomt wird. Ja, jetzt komme ich noch zu meinem Ausblick. Das System befindet sich noch in der Entwicklung und uns sind noch ein paar Dinge aufgefallen, die wir gerne verbessern möchten. Im Moment ist es so, dass man nur in dem Maßstab, der gerade abgebildet wird, ziehen kann. Es wäre besser, wenn man mehrere Zoom-Level auswählen könnte zum Ziehen. Das könnte man so machen, indem man erst den Bereich auswählt, dann eine Auswahl mit Zoom-Leveln erhält und dann auswählen könnte. Ja, ich habe schon angesprochen, dass das Seeden unter Umständen ziemlich lang dauern kann. Da gibt es auch noch einen Parameter, -c, der dann die Last auf mehrere CPUs verteilt. Das wollte ich noch austesten. Mir ist noch aufgefallen, wenn die Shapefiles auf die Karte gelegt werden, waren die nicht transparent und der Kartenhintergrund war nicht mehr zu sehen. Das würde ich dann noch auf transparent schalten. Ja, dann kann man im Moment nur Shapefiles laden in einem bestimmten EPSG-Code. Ich würde gerne noch den EPSG-Code aus dem Shapefile ableiten, dass das automatisch passiert. Da haben wir ja eben schon einen Vortrag zugehört, wie man die Projektion aus Shapefiles ableiten kann. Und momentan ist der Maßstab von der Monitorgröße abhängig. Und somit auch das Zoom-Level und das würde ich gerne auch automatisch anpassen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es sind noch Fragen.
Jetzt gerade die digitalen Autofotos. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ist der Einsatz so im Maßstabsbereich 1 zu 500 bis 1 zu 5000. Ich glaube, mein bisschen Geschichte kann auch zu größeren Sachen gebracht. Wir müssen die Frage noch wiederholen für ein Video. Die Frage war, wie performant ist das mit Orthofotos bei den Maßstäben? Was war's? 500 bis 5000. Ja, es kommt auf den Bereich an, wie groß man gerne speichern möchte, aber das kann unter Umständen mehrere Stunden dauern. Also das ist wirklich der Punkt, an dem ich da noch arbeiten möchte. Eventuell noch den Map-Proxy ein bisschen konfigurieren. Gibt es weitere Fragen? Gibt es das Plugin mit dem Plugin-Repository? Bisher. Gut, Moment, wir holen. Die Frage war, gibt es das Plugin auch im Cookies-Plugin-Repository? Bisher noch nicht, aber ich könnte es reinstellen. Es wird dann zwar so noch nicht funktionieren, man muss halt in der Konfigurationsdatei den WMS-Dienst austauschen. Dann wird es funktionieren.